ERP berührungslos bedienen und Mitarbeiter, Arbeitsvorgänge und Bauteile tracken. An der Schaffung des Internet of Production ist auch Comarch mit seinem aktuellen Forschungsprojekt am RWTH Aachen Campus beteiligt. Hier wird die berührungslose Produktionslinie im Zusammenspiel mit ERP abgebildet. In einem ersten Schritt geht beispielsweise über den Webshop eine Bestellung ein. Sofort wird in Comarch ERP ein entsprechender Produktionsauftrag gestartet. Mitarbeiter identifizieren sich an den einzelnen Stationen mittels IoT-Technologie. Sobald der Mitarbeiter in den für ihn autorisierten Bereich eintritt, wird er vom System erkannt und kann mit der Arbeit beginnen. Anschließend findet die Kommissionierung statt. Der Mitarbeiter sieht genau, welche Bauteile in welcher Menge zu kommissionieren sind. Bei der Entnahme von falschen Bauteilen erscheint eine Warnung auf dem Bildschirm, bis das falsche Bauteil wieder zurückgelegt wird. An der Montagestation sieht der Mitarbeiter auf einem Bildschirm die Montageanleitung vor sich. Fehler bei der Zusammensetzung können dadurch vermieden werden. Sollten Bauteile ausgehen, kann der Mitarbeiter über einen sogenannten Dash-Button ganz einfach per Knopfdruck neues Material bestellen. In Comarch ERP wird dies automatisch als Beschaffungsvorschlag erfasst, der in die Disposition mit einfließt. Es folgt die Qualitätskontrolle, die mit Hilfe einer Bildanalyse stattfindet. Für eine optimale Ausleuchtung sorgt hier Comarch Smart Lighting. Bei Erkennung von Unregelmäßigkeiten kann der Mitarbeiter entscheiden, dass eine Reparatur notwendig ist oder bei akzeptablen Mängeln das Ergebnis manuell genehmigen und zum nächsten Montageplatz wechseln. Sollte ein Mitarbeiter nicht autorisiert sein, an der Montagestation zu arbeiten, wird ihm der Zutritt verweigert. Über ein Dashboard wird dem Schichtleiter laufend angezeigt, ob die Zeitvorgaben für die einzelnen Montagevorgänge eingehalten werden. Er weiß somit jederzeit, ob Arbeitsschritte über- oder unter Plan liegen. Mithilfe dieser Informationen kann die Auftragsplanung optimiert werden. Auch direkt an der Montagelinie gibt es Feedback über die Einhaltung der Sollzeiten mithilfe von Smart Lighting. Die Lampe wechselt auf Rot, wenn die Sollzeit überschritten wurde. Zum Schluss wird das montierte Produkt ins Lager gebracht und der Produktionsauftrag wird im ERP-System als erledigt markiert. Während des ganzen Produktionsprozesses erfolgt eine Rückmeldung aus der Produktionslinie über die zwischengeschaltete Comarch IoT-Plattform ans Comarch ERP-System und von dort wiederum die Rückmeldung an den Webshop. So kann der Vertrieb den Status eines Kundenauftrags überprüfen und selbst der Endkunde könnte über den Comarch Webshop oder einen Collaboration Cockpit den Status seines Auftrags einsehen.